Molly Morgan sandte eine Nachricht an ihren Vater im Himmel. Ein paar Tage später erhielt sie eine ungewöhnliche und emotionale Antwort. Eine Vaterfigur ist sehr wichtig. Er ist der Wegweiser, damit sich kleine Mädchen zu starken und mutigen Frauen entwickeln. Und Nigel war ein perfektes Beispiel dafür. Er war genauso, wie es sich Kinder wie Holly wünschten. Und ihre Bindung war magisch. Ihm waren die Werte der Familie sehr wichtig. Nigel ließ keine Gelegenheit aus, um Holly zu sagen, dass sie immer seine kleine Prinzessin sein würde. Die beiden unternahmen alles Mögliche, spielten Spiele, sahen sich Filme an und sprachen über fast alles. Jedes Mal, wenn sie spazieren gingen, hielten sie Händchen. Nigel war ein Mann der Integrität und Ehrlichkeit. Da er in verschiedenen Kriegen gekämpft hatte, wusste er, wie wichtig Mitgefühl, Freundlichkeit und Liebe sind. Und all das hat er auch Holly beigebracht. Bald wirst du sehen, wie sie dies in die Tat umsetzte. Im Jahr 2018 wurde Nigel Zivilist und war froh, dass er nun mehr Zeit mit seinen Liebsten verbringen konnte. Er hatte sogar eine Liste von Dingen, die er mit ihnen unternehmen wollte. Leider geschehen manchmal schlimme Sachen. Bei Nigel wurde eine Bronchialpneumonie diagnostiziert. Dieser machte alle Pläne zunichte. Er konnte nicht einmal einen einzigen verwirklichen. Die meisten Väter wollen ihren Töchtern nur kleine Aufmerksamkeiten zukommen lassen, ihnen Blumen schenken, sie bitten, bei Verabredungen vorsichtig zu sein. Und am wichtigsten ist es, sie zum Altar zu führen und zu sagen, du bist die schönste Braut, die ich je gesehen habe. All das und noch viel mehr waren Nigels Träume. Leider konnte er nichts davon erleben. Wenige Monate später starb Nigel und hinterließ seine Frau und Holly. Für sie war das ein großer Verlust. In einem so zarten Alter mussten sie sich mit der Tatsache abfinden, dass sie keine Vaterfigur mehr hatte. Aber während die meisten Sechsjährigen vielleicht nicht verstehen, was das bedeutet, tat Holly es. Und sie hatte keine Angst, ihren Schmerz auszudrücken, ließ sich aber nicht von ihm überwältigen. Trotz ihres Alters versteht sie, was passiert ist. Und ist sehr widerstandsfähig. Sie spricht immer von ihrem Dad und den Dingen, die sie zusammen gemacht haben, den Spielen, die sie gespielt haben, erklärt ihre Mutter. Eine wichtige Sache, die Holly gelernt hat, ist, dass man Menschen nicht nur mit Worten, sondern auch mit sinnvollen und durchdachten Taten seine Liebe zeigen sollte. Und jetzt, da er nicht mehr da war, beschloss sie, genau dies zu tun. Dabei spielte es keine Rolle, dass Nigel im Himmel war. Sie wollte nur, dass er wusste, dass sie an ihn dachte, für immer und ewig. In diesem Jahr fragte sie ihre Mutter Laura an Heiligabend, ob sie ihrem Papa einen Luftballon schicken könnten, und sie stimmte zu. Daraufhin verzierte sie einen Ballon mit Nigels Lieblingsfußballmannschaft und ließ ihn in den Himmel steigen. Was für eine herzerwärmende Geste. Aber warte, bis du siehst, was dieser kleine Engel als nächstes tat. Als Nigels 47. Geburtstag näher rückte, wollte Holly wieder einmal etwas Besonderes tun. Also fragte sie Laura, ob sie ihm eine Geburtstagskarte schicken konnte. Es war eine so liebevolle Idee, dass Laura darauf ansprang. Holly schrieb eine wunderschöne Nachricht und den Umschlag versah sie mit Dad im Himmel. Danach ging sie zum Postamt. Als sie dort ankamen, rührte die Entscheidung des kleinen Mädchens die Angestellten und sie wussten, was sie tun mussten. Was ihnen nicht bewusst war, war, dass dies für diese kluge Sechsjährige die ganze Welt bedeuten würde. Sie setzten ihren Plan in die Tat um und sagten Holly, dass die Karte einen besonderen Stempel benötigte. Also baten sie sie, ihre Adresse aufzuschreiben, damit sie ihr Bescheid geben konnten, wenn sie sie zugestellt hatten. Dann kehrten Mutter und Tochter nach Hause zurück und vergaßen alles. Doch dann erlebten sie eine Überraschung. Ein paar Tage später bekamen Holly und ihre Mama Post. Da sie damit nicht gerechnet hatten, waren sie neugierig. Also öffnete Holly den Brief und Laura las ihn. Liebe Holly, während wir deine Botschaft zustellten, wurden wir auf einige Bedenken aufmerksam. Wir wollten nur die Gelegenheit nutzen, um dir mitzuteilen, wie es uns gelungen ist, sie an deinen Vater im Himmel zu überbringen. Das war, gelinde gesagt, eine schwierige Herausforderung, nachdem wir auf dem Weg Sterne und andere galaktische Objekte umfahren haben. Du kannst jedoch sicher sein, dass deine Karte deinen Papa erreicht hat. Wir wissen, wie wichtig dies ist. Wir werden auch weiterhin alles tun, was wir können, um die Post sicher in den Himmel zu bringen.
Nachdem ihre Mutter fertig war, war Holly ganz aus dem Häuschen. Sie war überglücklich und Laura konnte den Beamten nicht genug danken. Da Holly immer noch mit dem Verlust zu kämpfen hat, glaubt Laura, dass das Senden von Briefen ihren Heilungsprozess beschleunigen wird. Wir hoffen es. Als Lynn Pierce, 41, erfuhr, dass sie nur noch ein Jahr zu leben hatte, schrieb sie zu Tränen rührende Briefe an ihre Tochter. Aber sie tat noch mehr. Die Leute fragen oft, was würdest du tun, wenn du nur noch wenig Zeit zu leben hättest? Die meisten würden gerne reisen, andere die verschiedensten Küchen der Welt ausprobieren und wieder andere einfach nur Zeit mit ihren Liebsten verbringen wollen. Aber Lynn Pierce beschloss, der 5-jährigen Lexi Ann Nachrichten zu schreiben. Vor einigen Jahren wurde bei Lynn die Motoneuronenkrankheit diagnostiziert, eine seltene Erkrankung, die das Gehirn betrifft. Sie führt dazu, dass die motorischen Nerven in der Wirbelsäule und im Zerebrum mit der Zeit ihre Funktion verlieren. Zunächst glaubten die Ärzte, ihre Erkrankung in den Griff bekommen zu können. Doch Lynns Zustand verschlechterte sich. Sie stürzte häufig und brach sich die Knochen. Im Jahr 2019 war es so schlimm, dass die Mediziner ihr sagten, sie habe nur noch ein Jahr zu leben. Von da an beschloss Lynn, dass es keine bessere Möglichkeit gab, als die verbleibende Zeit dazu zu nutzen, schöne Erinnerungen zu schaffen. Sie reiste mit ihrer Kleinen nach Lappland. Sie besuchten auch Disney World. Aber Lynn wollte noch mehr. Sie wollte ihrer Prinzessin etwas von sich hinterlassen. So begann sie, ohne dass Lexi es wusste, Briefe und Geburtstagskarten zu schreiben, die sie lesen würde, bis sie 40 wurde. Ich wollte alles tun, um sie wissen zu lassen, dass ich sie immer lieben werde. Es geht um die Bindung zwischen einer Mutter und ihrer Tochter, sagt Lynn. Da Lynn zu diesem Zeitpunkt bereits nicht mehr mobil war, suchte sie die Hilfe einer Krankenschwester im Nottinghamshire Hospiz. Sie diktierte alles. Dennoch gelang es Lynn, jede der Nachrichten mit dem Wort Mami X zu unterschreiben. In jede der Geburtstagskarten fügte Lynn einige der alten Fotos ein, die sie aufgenommen hatte. Für Lexis 18. und 21. Geburtstag legte sie sogar Bilder von sich selbst in diesem Alter bei, damit Lexi sie sehen und sich an sie erinnern kann. Und was noch viel schöner ist, Lynn hat auch eine Botschaft für Lexis Hochzeit verfasst. Dieser gab sie auch ihren Ehering und einen Teddybären bei, den sie von ihrer Mutter erhalten hatte. Einige Mitarbeiter des Krankenhauses, die von Lynns Aktion wussten, waren sehr stolz. Ihre Entschlossenheit, das Beste aus der Zeit zu machen, die ihr noch bleibt, und ein Vermächtnis für ihre Tochter zu schaffen, ist eine Inspiration, sagte Jo Polke, Pflegedirektorin des Nottinghamshire Hospiz. Glücklicherweise erhielt Lynn die Pflege und Unterstützung, die sie benötigte. Auch wenn sie viel zu früh von der Welt gegangen ist, wird sie immer die erste und beste Freundin ihres Mädchens bleiben. Lexi ist jetzt 7 Jahre alt, hat einen der Briefe geöffnet und sie hat noch 39 weitere vor sich. Ich bin mir sicher, dass sie ihre Mama immer im Herzen tragen wird. Wann hast du einmal einen handgeschriebenen Brief erhalten? Erzähle uns alles darüber.